Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time with Porsche. Wie versprochen, habe ich jetzt alle Teile zusammengesammelt, womit wir jetzt jenes Ding hier zusammenbauen können. Wir brauchen dafür zum Beispiel noch Hartholzdielen. Die habe ich jetzt reingebaut. Wir brauchen aber auch noch alte Teile. Die ich auch noch irgendwo... Ich weiß gar nicht, wo kann ich denn die platzieren? Einfache Schaltkreise. Du musst den Gegenstand... Oh, ich habe jetzt alle Teile mit alten Schaltkreisen verwechselt. Geht schon mal super los, es tut mir leid. Aber wir müssen dann fast alles haben. Ich habe nur noch mal nebenbei geguckt, für die Baustation auf Level 3 brauchen wir auch 30 Hartholzdielen. Das heißt, ich habe jetzt meine Schreinermaschine jetzt mal angeschmissen, dass die jetzt auf Hochtouren ganz viele Hartholzdielen auch noch herstellen. Dass wir dann auch bald unsere Montagestation verbessern können. So, brauchte noch einfache Schaltkreise. Genau. Sorry fürs Verwechseln. Geht schon. Ja, schmeißen wir einfach mal hier rein. Den Honig brauchen wir nicht. So. Oder die Bienenwaben brauchen wir nicht. So. Schauen wir mal. Huiuiuiui. Ich belege gerade, was wir als Gel schenken könnten. Da mag er auch einige Sachen. Ist ein bisschen schwierig. Er mag oft auch sehr exquisite Essensgerichte. Aha. Gucken wir mal, wie wir da alles zusammenkriegen. Einfache Schaltkreise. Was fehlt noch? Die Spulen, ne? Kupferspule. Ja, jetzt ist es fertig. Perfekt. Nehmen wir es mit. So. Panda-Maus-Plage, Werkzeug fertigen. Das haben wir jetzt auch fertig. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir das heute jetzt noch schaffen. Was können wir denn hier mal noch machen? Noch ein paar Seile? Nee, das ist doof. Wir haben eh kaum Baumwolle. Qualitätsleder. Brauchen wir Pigmente für. Soll ich einfach mal noch ein paar Fäden machen? Ich weiß nicht. Nur noch ein bisschen Faserstoff. Faserstoff kann man immer gebrauchen. Machen wir mal 10 Stück. So, fertig. Gut. Ich überlege gerade. Wir gehen erstmal schlafen, würde ich sagen. Das denke ich mal das Beste. Rödeln dabei auch noch die Hartholzdielen durch, von denen ich ja nach wie vor immer noch 30 Stück brauche. Huiuiui, aber die 10.000 Gold haben wir zusammen. Das ist sehr gut. Ich gucke auch gleich mal dann am nächsten Tag, wie viel wir für die nächste Grundstückserweiterung nochmal brauchten. Das war, denke ich, auch viel. Wir gucken einfach mal. Wird schon alles irgendwie. Dann trinke ich mal noch einen Schluck. Was mag er denn zu essen? Goldenen Ginseng. Wie kriegt man denn sowas her? Ich glaube, das ist schwierig. Er mag aber auch Samen. Ah, das ist echt schwer. Er mag auch sehr gerne Edelsteine zum Beispiel. Und irgendwelche alten Porzellankrüge oder Thermoskannen oder sowas. Keine Ahnung. Hat so einen ganz komischen Geschmack, der Gel. Ich hoffe einfach, er mag auch Rosen ganz gerne. Ich hoffe, wir können vielleicht ein paar bei Alice kaufen und ihn damit so ein bisschen umwerben. Ich weiß es nicht. Oder wir freuten uns auch noch mit Ginger und Gast, war sein Name. Ich weiß gerade gar nicht an, was seine Kinder sind. Da können wir uns auch so ein bisschen bei ihm einschleimen. Gefällt mir ganz gut, das System hier mit den Freundschaften. Machen wir nochmal ein paar Manganstahl oder ein paar Eisenbarren. Eher, ne? Machen wir mal die lieber. Das hier auch noch. Hier rödeln ja auch noch ein paar Eisenbarren durch. Hier ist kein Benzin mehr drin. Das wollen wir auftanken. Dasselbe hier. So. Sieht hier aus. Dann machen wir hier noch ein paar Manganstahlbarren. 15 Stück, das ist echt viel. Ich würde sagen, machen wir erstmal 20, 30 so, oder? 50 ist schon sehr viel. So. Ist das Ding auch erstmal lang genug beschäftigt. Wie sieht's im Holz aus? Ja, geht. So. Okay. Dann mal ganz kurz gucken hier. 30.000 Goals. Na, das wird schwierig. Aber guck mal hin. Wo sind denn meine Kühe und wo ist mein Schaf? Meine Küken, die schlafen wo alle noch oder wie oder was? Na tolli. Gut. Mit dem Wuwa sollen wir auch noch reden, ne? Da gucken wir gleich mal. Da können wir vielleicht gleich runter mit dem Töff-Töff. Das wäre ganz praktisch. Töff-Töff-Haltestelle.
Ja, hier, ne? Dr. Xus Buch. Dann gehen wir mal hier runter. 22 Minuten. Nehmen wir das einfach mal. Nutzen mal, dass wir das hier, diese Infrastruktur aufgebaut haben selbst. Weil so viel rumlaufen möchte ich auch nicht. Uwa, bleib stehen. Dr. Xus Buch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den letzten Tagen keine Lieferung nach Poscha gegeben hat. Wie wäre es hiermit? Wenn seine Bücher ankommen, gebe ich dir Bescheid. Okay. Das war's auch schon. Perfekt. So, dann gehen wir wieder hoch. Ich überlege, gibt es hier noch irgendwas? Hier, das sieht natürlich alles sehr gut aus. Sicher fühlen. Aha, aha. Komm, wir fahren erstmal hier zum Plaza. Weil hier schenke ich mir noch was zu trinken ein. So. Alles klar. Wie viele Hartholzdielen habe ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche 30 Stück. Ich glaube, das hat über Nacht jetzt nicht genug gefruchtet, ne? Nee, auf keinen Fall. Ah, fehlen noch 11. Na, dann mach mal hinne. So, okay. Was haben wir denn jetzt hier alles, was wir noch abgeben könnten? Hallo Lee, hallo Nora. Ich habe euch alle ganz alle lieb. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie irgendwoher Baumwolle. Das ist ganz übel. Ob Sonja sowas verkauft? Ich bezweifle es. Ja, yep. Die hat jetzt Zitronenlimonade zum Beispiel. Mhm. Porzellanteller, hohes Glas, billige Limonade. Das ist natürlich auch ganz praktisch, falls jemand sowas gerne mag, aber für uns ist es gerade relativ irrelevant. Oh, Scraps. Hat Scraps ein Anliegen? Hallo? Wuff, wuff! Du wirkst heute fröhlich. Hm, ich will nicht, dass du nochmal verloren gehst. Vielleicht sollte ich dir ein Halsband machen. Okay, sicher fühlen. Ich soll mal mit Carol sprechen. Vielleicht macht sie ein Halsband. Das klingt interessant. Hallo Alice, kann ich bei dir zufälligerweise Rosen kaufen? Kann ich. Geht sogar halbwegs vom Preis, sag ich mal. Ja. Ich kann maximal eine kaufen. Na, das ist aber nicht sehr viel. Schade. Kaufen wir mal. Und dann schenken wir die dann dem Bürgermeister, dass wir uns etwas mit ihm anfreunden. Da vorne läuft auch der Ginger. Mit der sollten wir uns vielleicht auch ein bisschen anfreunden. Das wäre ganz praktisch. Ginger, bleib stehen! Ich habe von Papa gehört, dass du zusammen mit Sam das Problem mit dem verschmutzten Wasser gelöst hast. Was ist am Ende passiert? Erzähl mir alles darüber. Erinnerst du dich an die Banradit... an den Band... Oh Gott, ich kann das nicht aussprechen. An den Banraditenprinz? Es hat sich herausgestellt, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Wir erzählen halt eben, was passiert ist. Ah, ein sprechender Rattenkönig. Jetzt habe ich wirklich alles gehört. war es beängstigend, in so eine Ruine zu fallen? Oh, und Sam schien so stark zu sein. Ich bin froh, dass du es unverletzt hinausgeschafft hast. Oh, 30 Freundschaftspunkte. Richtig cool. Krass. So, sprechen wir mal direkt mit Carol. Müssen wir ja eh laut Quest. Hi. Ein Halsband? Wow. Das ist nicht gerade das, was ich normalerweise mache. Keine Sorge, ich schmecke Herausforderungen. Ich brauche allerdings ein paar Materialien, okay? Okay. Ich brauche ein paar Materialien. Das ist in Ordnung, dann machen wir ein Halsband. Das ist okay. Was gibt's denn bei dir so? Roter Herzknoten. Das sind Wände. Was soll ich mal? Ich kann mal ein paar Pigmente kaufen. Oh, Gala-Anzug. Das sieht aber schick aus. Da möchte sie aber irgendwas haben. Da möchte sie Stoffe für haben, ne? Flexible Faser. Interessant. Was ist das? Duo-Fitnessmatte für zwei Leute, um gemeinsam zu trainieren. Eine gute Art zu kommunizieren. Interessant. Ganz viele Matten hat sie. Ah! Oh, Gott sei Dank. Sie hat Baumwolle. Ich nehme alles, was du hast. 10 Stück, okay, nehme ich. Her damit. Wir brauchen das ganz dringend. Haben wir auch sowas wie Leinen? Besitzen wir so etwas selbst? Ich weiß es nicht. Ich kaufe auch mal ihre Leinen. Okay, danke. Du hast mich ziemlich gerettet, Carol. Das wäre sonst echt übel geworden. Was gibt es denn hier noch so?
Stein. Soll ich mal ein paar davon kaufen? Weil die kosten noch relativ viel. Was ist das denn? Eine einfache Axt? Nee, die nehmen wir nicht. Was ist das? Dreilauf, Schlangenbiss. Lerne mit Stahlrohr, Feder, Alter, das hier zu fertigen. Dreilauf, Schlangenbiss. Zur Suche verwenden. Was ist denn ein Dreilauf, Schlangenbiss? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Werkzeug oder sowas? Dreilauf, Schlangenbiss. Ich google das mal ganz kurz. Geschenkvorlieben, Schlangenbiss. Erste Hilfe beim. Ach nee, beim Hund. Das ist was anderes. Wenn der Hund von der Schlange gebissen wird. Kommt auch ziemlich viel Poscher-Zeug. Das ist denn ein Dreilauf-Schlangenbiss. Das ist jetzt doof. Was ist das? Ich möchte jetzt auch ungern ganz viel Geld dafür ausgeben, nur damit ich es am Ende dann nicht brauche. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja natürlich äußerst unpraktisch. Lässt sich auch mal die Geburtstage der einzelnen Leute im Hinterkopf behalten. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch, um mehr Freundschaftspunkte zu machen. Verdammt. Ups. Alte Teile. Ich lasse das erstmal. Ich möchte jetzt hier nicht so viel Geld dafür momentan ausgeben. Oh, dann ich möchte nochmal bei Pauli gucken. Hi. Ein cooler Kumpel. Metallkiste, man kann ja auch direkt kaufen. Vitrine, Platzierung im Haus werden tatsächlich Attribute aktiviert. Vielleicht hätte ich mir das selbst zusammenschreien. Und Straßenlaterne kann ich ja schon. Eigentlich eher so Dinge, die nicht den Angriff erhöhen oder sowas. Das wäre eigentlich mal ganz cool. Ich weiß immer nicht, ob ich das schon kann oder nicht. Das ist ein bisschen doof. Es ist immer so ein bisschen unsicher, ob ich jetzt da irgendwelche Anleitungen kaufen soll. Ups, ich wollte eigentlich schon mit Martha sprechen. Hallo Martha, ich habe bald deine Kissen fertig. Ich bin sehr bemüht, das fertig zu kriegen. Was ist hier los? Hier läuft auch gerade ein Ausrufezeichen durch die Gegend. Ich weiß aber nicht wo. Ist das hier oben drauf? Eine neue Quest? Fragezeichen. Hallo? Ah, Sam. Hallo Sam, was möchtest du denn? Wir sprechen erstmal normal. Oh, ich würde echt gerne eine Bestellung gebratener Reis und Lachs Spezial essen. Ich habe so das Gefühl, dass sie möchte, dass ich ihr das schenke. Ich weiß nicht. Hey Yume, willst du immer noch mit mir trainieren? Ich habe gehört, dass du dich ganz gut anstellst. Wieso? Warum? Wir sind ein Grenzort, deswegen... also gut, legen wir los. Halte dich jetzt bloß nicht zurück. Sie möchte gegen mich kämpfen? Ach du liebes Lieschen. Diese Schwester ist jetzt bereit. Na gut, Sam. Ich hab so ein höheres Level als sie. Ich mach das Training eigentlich nie. Krass. Wow, der hat da übelst die krassen Kombos. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwelche Kombos mache. Ich schlag einfach so normal auf sie ein. Aber ich glaube, ich krieg sie hin. Versuchen wir das nochmal. Puh, das war ein anstrengendes Training. Du weißt wirklich, wie man kämpft, Sam. Ah, das Gleiche trifft auch auf dich zu. Ich war nicht enttäuscht. Danke, dass du dir für das Training Zeit genommen hast. Um ehrlich zu sein, muss ich immer zu trainieren, um mit Alo und Remi mithalten zu können. Ah, diesen Wundern der Natur. Freundschaftspunkte. Okay, Qualitätsleder brauchen wir, Kupferbaum brauchen wir, Kissen brauchen wir... Okay, mit Isaac sprechen wir auch mal kurz. Gut, dann machen wir jetzt mal die Kissen, würde ich sagen. Für die liebe Martha. Und dann würde ich sagen, in absehbarer Zeit schenken wir auch noch Gail den Rosenstrauch. Strauß, ihr wisst schon, das Rosending. Wie sieht's hier aus? Auch gar nicht mal so gut, schade. Naja. Okay, dann gucken wir mal nach dem Kissen. Hier, zwei Stück. Wir können immer noch nur eins machen. Oh, wir brauchen 8 Baumwolle für ein Kissen. Dann muss ich vermutlich morgen nochmal vorbeigehen und welches kaufen, ne? So ein Mist. So ganz so einfach ging es dann wohl doch nicht. Na gut. So viel dazu. Dann... Hallo, Toadie. Toadie. Da kann mir immer noch keinen neuen Auftrag annehmen. Das ist echt ärgerlich.
Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um diese Pandamäuse. Da haben wir ja jetzt auch endlich unser Teil gebaut. Da fahre ich faule Sau einfach mal mit dem TÜV-TÜV-Ding hoch. Bitteschön. Ja, ich kann natürlich auch reiten, wenn ich ein Reittier mir miete, aber ich fahre einfach. Ja. Na gut. Dann gucken wir mal, was passiert. Hallöle. Da ist wieder jemand am Kämpfen. Wird das wirklich funktionieren? Ich habe Angst vor Relikten. Die Kirche hat gesagt, wir sollen so wenige benutzen wie möglich. Schlimme Dinge passieren, wenn sie benutzt werden. Du hast vor allem... Ach, da war so. Du hast vor allem Angst. Wir haben keine Wahl. Los, probieren wir es einfach aus. Unterhalten? Nein. Ich stehe jeden Morgen sehr früh auf, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Das ist meine Lieblingsroutine. Das ist eine sehr schöne Info. Ach, hier. Werkzeug platzieren. Lautsprecher. Gucken wir mal. Scheint geklappt zu haben, oder? Sie sind tatsächlich weg. Unglaublich. Hier ist dein Lohn. Du hast ihn dir verdient. Ach, das hat tatsächlich funktioniert. Wow. Vielleicht bestelle ich demnächst ein paar bei dir. Ganz viele Freundschaftspunkte. Und ein bisschen Geld. Jetzt ist das Panda-Maus-Problem gelöst. Jetzt, da das Panda-Maus-Problem gelöst ist, müssen wir schnell handeln, um unsere Bäume zu heilen. Die Panda-Mäuse haben ihnen Wasser und Nährstoffe genommen und wir brauchen einen schnellen Weg, sie wiederherzustellen. Wir geben dir den Auftrag dafür. Kannst du uns helfen? Ich nehme an. Danke. Petra sagte, sie wüsste was von einem Bewässerungssystem. Vielleicht solltest du mit ihr reden. Okay. Dann auf zu Petra. Wir brauchen auch noch Qualitätsleder und Kupferbarren. Ach, ein Hin- und Hergerenne hier, liebe Freunde. Komm, da fahr ich wieder. Faule Socke. Nehmen wir hier den. Perfekt. So. Königslachs. Ich guck gerade, was Adit ganz so mag. Waldhorn. Sukkulente. Geröstete Truthahn. Was ist das denn? Performance Center Modell. Was? Was es alles gibt. So, ich sammle mal auch noch Qualitätsleder und Kupferbarren ein. Für Scraps, nehme ich mit. Für Scraps Halsband. Den mit dem wollen wir uns ja auch weiter anfreunden. Was mag er denn noch ganz gerne? Er mag auch Hartholz dealen. Wie praktisch. Kann ich ihm eigentlich auch immer ganz viel geben. Der liebe Adit. Na, schauen wir mal. Ich gehe einfach mal ran. So. Leder. Leder, Leder hier. Was für Leder war es? Fell? War es normales Leder? Oder war es irgendwie... Ich habe ja blaues Leder. Die habe ich ja bekommen von den Schlurpi... Was von den Schlurpis? Das ist nichts, was man herstellt, das ist Beute. Da hätte ich ja vielleicht doch den Ghetto-Blaster auch machen können. Naja, egal. Jetzt ist es egal. Wir brauchen, glaube ich, Leder, oder? Was war es nochmal? Qualitätsleder brauchten wir, mein Fehler. Mein Fehler, wie konnte ich das noch wagen? Qualitätsleder. Stoff. Fell, flexible Fasern, Faserstoff. Habe ich kein Qualitätsleder? Mit dem ich vor Kackeiern? Das gibt's ja nicht. Na gut. Dann nicht. Dann werde ich wohl noch welches herstellen müssen. Ups. Was brauchte ich noch? Kupfer, ne? Irgendwas mit Kupfer. Kupferbarren ein. Das geht einfach. Nehmen wir hier einfach mal das Ding mit. So. Was wir alles wieder am Herstellen sind. Ich habe das Gefühl, dass ich immer total gut vorbereitet bin, dass ich alles voll krass habe und dann fehlt mir doch wieder die Hälfte von allem. Man kann ja nie genug Vorrat herstellen, sage ich euch. So, Qualitätsleder.
Wasserstoff ist fertig. Dann gib mal her. Wo gibt es denn nochmal das Qualitätsleder? Geht nicht, weil ich keine Pigmente habe. Also nochmal zurück. Oh, das ist anstrengend. Gut. Dann gehe ich nochmal ganz schnell zurück, hole ein paar Pigmente. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt: Let's play My Time with Potia. Bye.